Also mich begeistert an der ATM, dass es Menschen sind, die aus ganz Deutschland da sind, die aber ganz viel gemeinsam haben. Also die einerseits Medizin studieren oder Ärzte sind und irgendwie sich für Menschen interessieren, aber auch mit Gott unterwegs sind und die das irgendwie verbinden möchten. Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner. Die Vision der ACM ist es, Ärzte und Medizinstudenten miteinander zu vernetzen, um sich gegenseitig zu ermutigen, immer wieder ihr Christsein und ihr Arztsein miteinander und nicht als getrennte Realitäten zu leben. Ja, die Studententagung findet jedes Jahr im Dezember statt, im zweiten Adventswochenende. Und da kommen um die 200 christliche Studenten aus ganz Deutschland und zum Teil Österreich zusammen, um ja, Gemeinschaft zu teilen, um Lobpreis zu machen, um Gott näher zu kommen und um sich auch neu auszurichten im Grunde für ihr Leben und für ihr Studium. Was mich auf der Studententagung eigentlich jedes Mal voll bewegt oder prägt, ist das Engagement von jedem einzelnen Mitarbeiter. Und alle sind begeistert für Jesus. Erz und Kekse ist ein Projekt, das die ACM gestartet hat, um auf ganz niederschwelligen Bereich Ärzte und Studenten zusammenzufügen. Das heißt, man sagt einfach, drei junge Studenten treffen sich, sagen, so, wir hätten jetzt gerne einen christlichen Arzt, mit dem wir uns treffen können. Wir bringen Kekse mit, ein bisschen Punsch, der Arzt vielleicht noch von Kuchen. Und schon kommt man ins Gespräch und ja, hat eine nette Zeit zusammen. Die Box ist ein Instrument, das dabei nämlich gut zur Geltung kommen kann, zum Beispiel bei dem ersten Kekse-Treffen. Die besteht aus Fragen zum persönlichen Glauben, zur Arbeit oder auch zur einfachen Identität der einzelnen Menschen. Und so kann man gut ins Gespräch kommen und auch tiefe Gespräche führen und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Das ist ganz leicht. Einfach die Statuten unterschreiben und Angela zuschicken, also im ACM-Sekretariat. Dann ist man Mitglied und kriegt dann regelmäßig die Infos. Aber mit der Mitgliedschaft ist es natürlich nicht alleine getan. Also ich glaube, um Teil von dem Netzwerk zu werden, ist die Mitgliedschaft schon hilfreich, weil man einfach viele Infos kriegt. Aber wenn man sich da auch darüber hinaus noch einbringt, wenn man seine Gaben einbringt, wenn man sich aktiv an diesem Netzwerk beteiligt, kann man, glaube ich, sehr, sehr viel Gewinn daraus ziehen und mitnehmen. Wir sind eine Vereinigung von christlichen Medizinstudenten. Hast du gut gemacht, ja. Echt? Heißt ACM.